Liebe Gäste, Politik aktiv und digital gestalten. Mir ist sofort eingefallen, eine Frage, durch wen eigentlich? Weil irgendwie gibt es ja schon ein bisschen eine Politikverdrossenheit. Und irgendwo tut die Politik aktuell auch nicht unbedingt so viel dazu, dass diese Politikverdrossenheit übertrieben viel besser wird. Und dann ist auch die Frage, wie ist E-Participation die Lösung? Und ist Digitalisierung eine Chance für moderne Demokratie? Mein Name ist Andreas Bruckmüller, ich bin heute Ihr Moderator und an meiner Seite ein spannendes Panel und ich bin total begeistert, total 50-50 in der Frauenquote, das ist schon mal wirklich was Neues. Danke. In der Männerquote, ich übe da noch, ja, also ich bin da leider auch sehr schlecht sozialisiert, danke für den Hinweis. Bevor wir jetzt gleich reinstarten, ein Hinweis, wir werden selbstverständlich Fragen zulassen. Wir möchten eigentlich, dass das ein bisschen eine interaktive Diskussion wird. Ich bitte auch die Diskutanten vorne aktiv zu sprechen. Also ich versuche das jetzt ein bisschen Claudia Reiterer, so mit mehr Action, ja? Also zwischen den Diskutanten, solange es halt nicht durcheinander reden ist. Wir werden zwischen den Fragen und Diskussionen auch die Möglichkeit geben, dass Sie eine Frage stellen an die Diskutanten in immer wieder in Blöcken und wir werden am Abschluss dann nochmal eine große Fragerunde machen. Also wenn Sie eine Frage haben, Sie kommen auf jeden Fall dran und zwar schon zwischendurch, bitte teilnehmen. Gut, dann an meiner Seite hier und wir starten mit dir. Ich habe neben mir die Uta Russmann von der FH Wien. Sie ist vom Department for Communication und sie forscht an Demokratieprozessen seit über 10 Jahren mit dem Schwerpunkt Digital Campaigning, Visual, Social Media, politische Kommunikation, Medienwahlen, Public Relations und strategische Kommunikation. Willkommen. Oder guten Applaus. Und daneben Andreas Kober, freut mich total, dass wir uns wiedersehen. Geschäftsführer von Kober & Partner, das ist eine Public Affairs Agentur, ist richtig? Ja. Und ist regelmäßig anscheinend auch an dem Thema Participation in politischen Prozessen interessiert und hat auch mitgewirkt an E-Participation-Tool E-Committee und will damit die Diskussion, das Diskutieren neu erfinden. Willkommen. Daneben Kirsten Neubauer. Kirsten Neubauer ist eigentlich seit 20 Jahren, wie ich lese, hier im Online-Marketing tätig, mit Fokus Media Planning, Performance und Partizipationsprojekte. Sehr spannend, die betreut Fintech-Unternehmen, Hotelketten, Ministerien, Magistrate, also ein bunter Blumenstrauß und hat sich jetzt selbstständig gemacht mit der Digitalagentur The Fifth P. um ganzheitliche Marketingkonzepte zu erwerfen und im Mittelpunkt steht dabei die Interaktion mit Internet-Usern. Willkommen. Und last but not least, Werner Ilsinger, Präsident von der Digital Society und so wie ich ihn jetzt schon kennengelernt habe, rege interessiert am Thema der Politik, wie wir die Gesellschaft gestalten. In dem Fall als Vertreter der Digital Society die Frage der digitalen Transformation und wie kann man gesellschaftliche Prozesse, Bürgerbeteiligung und diese Themen in der Gesellschaft verankern. Willkommen und danke, dass du da vorne sitzt. Zum Einstieg. Machen wir es doch mal aufwärmen. Frage vielleicht auch gleich für dich. Der heutige politische Prozess, wie funktioniert der eigentlich? Also wenn du mir das erklärst als Laien, wie funktioniert eigentlich der politische Prozess in Österreich, in der Willensbildung? In der gesetzlichen Verankerung von neuen Themen. Ganz stark von den Medien beeinflusst, weil wir schlussendlich in einer Mediengesellschaft leben. Also ich glaube, unser
quasi, ich meine, es ist auch die Aufgabe der Medien, da erzähle ich niemandem was Neues, dass sie quasi zur Meinungs- und Willensbildung Prozessen, dass deren Aufgabe ist, dass es ihre Funktion ist. Ich glaube, ganz stark ist es einfach das, dass die Masse der Bürgerinnen und Bürger in Österreich eben Politik nur durch die Medien erlebt. Ja, also uns ausgenommen, die hier alle sitzen, weil wir sind einfach wahnsinnig politisch interessiert alle, aber die Masse quasi erlebt Politik durch die Medien und dann haben wir noch ein paar in dieser Masse, die wir für politisch Interessierte halten, die wahrscheinlich auch aktiv sich beispielsweise vor allem auf den primär Facebook, vielleicht mittlerweile auch Instagram, Social Media Seiten der Parteien und der Politiker bewegen, um sich da so ein bisschen vor allem während Wahlkämpfen ein Bild zu schaffen, was passiert denn politisch, was sind die Themen, wer diskutiert, worüber. Aber ich glaube, was ganz stark einfach ist, dieser Punkt, wenn wir an eben politische Kommunikation denken und wir schauen uns dieses Dreieck der politischen Kommunikation an zwischen Parteien, Politikern, Bürgerinnen und Bürgern und den Medien, dass einfach die Medien einen ganz starken Faktor spielen. Also ich glaube, wir können eben sagen, dass einfach Politik wird vermittelt durch die Medien und das ist dadurch, wo die Masse einfach das Ganze erfährt und damit kann es natürlich auch in Frage gestellt werden teilweise, weil die Medien damit eine große Rolle einnehmen und damit eine große Verantwortlichkeit. Und die Frage ist halt oft, wer vermittelt was wie. Ja, also wir reden ja oft über den Aspekt Boulevardqualität, wir reden oft darüber, dass gerade in Wahlkämpfen manche Zeitungen, manche Kandidaten bevorzugen und Dinge in den Vordergrund stellen. Es gibt auch einige Parteien bei uns, die immer wieder sagen, sie sind von den Medien vernachlässigt. Und was wir auch sehen grundsätzlich ist, dass eben kleinere Parteien und die Parteien in der Opposition einfach nicht die Medienresonanz bekommen, wie quasi die Regierungsparteien und die großen Parteien, in Anführungsstrichen Volksparteien, weil die Volksparteien SPÖ und ÖVP sind ja keine Volksparteien mehr in dem Sinne heute. Aber deshalb mein Punkt, das sind die Medien, die ganz stark eine Rolle spielen. Werner, da würde mich jetzt ergänzend zu dem interessieren, das eine ist ja die Medien, die hier Informationen für die Parteien eigentlich weiterspielen, aber ist das eine, wie schaut es dann auf der Exekution dieser Meinungsbildung aus? Also gibt es eine politische Meinung und die muss ja dann irgendwie am Ende ins Parlament und beschlossen werden. Was passiert da am Weg? Naja, also aus meiner Sicht ist die Thematik, die wir in Österreich haben, die, dass im Grunde genommen das Parlament außer in der derzeitigen Situation relativ wenig zu entscheiden hat. Also natürlich, formal am Ende stimmt das Parlament dann über Gesetzesvorlagen ab, aber im Grunde genommen entstehen Gesetzesvorlagen in den Ministerien. Es werden dort von den Spezialisten ausgearbeitet. Wir wissen nicht so genau, wie sozusagen die Gesetze in den Ministerien zustande kommen. Dort gibt es auch Interessensvertretungen, die natürlich Kontakte in Ministerien haben und dort bestimmte Dinge versuchen zu beeinflussen. Dann kommt sozusagen ein fertiger Gesetzesvorschlag raus, wird dann im Ministerrat abgestimmt, kommt dann als Vorlage ins Parlament. Und bevor es ins Parlament kommt, gibt es eigentlich den einzigen Schritt, der momentan partizipativ ist. Nämlich es wird auf der Parlaments-Homepage veröffentlicht und dort kann ich als Bürger meine Stellungnahme abgeben. Ich könnte als Andreas Burgmüller jeden Tag reinschauen, jeder, der und schauen, was sie so tun und was dazu schreiben. Da muss man dazu sagen, dass das auch eine ganz tolle Sache des österreichischen Parlaments ist, weil das funktioniert seit einiger Zeit so, dass dort alle Stellungnahmen, auch die jedes einzelnen Bürgers, auf der Parlaments-Homepage veröffentlicht werden und ich kann dort einfach sozusagen einen Senf dazugeben. Im Normalfall werden das die wenigsten Bürger tun, sondern dort gibt es wiederum auch Interessensvertretungen, wie auch die Digital Society, die eine ist, die dann sagen, jetzt schreiben wir was und veröffentlichen das auf der Homepage des Parlaments. Dann geht das sozusagen in diesen Begutachtungsprozess ein und die Theorie wäre ja, dass sozusagen zu diesem Zeitpunkt man dann die besten Ideen, die da gekommen sind, ins Gesetz einarbeitet und dann danach sozusagen erst ins Parlament es geht und dass dort dann abgestimmt wird. Statistiken zeigen, das passiert nur in den allerseltensten Fällen. Dass die Berücksichtigung stattfindet? Dass die Berücksichtigung dieser Inputs stattfindet. Okay, das heißt, ich kann transparent mich melden, aber es findet selten Berücksichtigung. Also ich würde jetzt einmal sagen, reden Sie aus einer Sackel und stellen Sie aus einer Regal.
Ach so, hey. Okay. Aber wie kommt es dann trotzdem hin und wieder dazu zu, vielleicht ist das, Andreas, vielleicht ein Thema auch für dich, dass Bürger sich ja formieren und trotzdem schaffen, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen. Also was hin und wieder gibt es ja dann doch Formierungen, die schaffen da doch einen Impact zu haben. Was ist da anders dann, wie wenn ich jetzt da hinschreibe? Also ich nehme einiges ganz anders wahr. Nämlich erstmal die Frage, wer ist Politik? Und zwar ist das jetzt nicht nur, dass ich, also Politik sind eben nicht nur die politischen Parteien und es ist nicht nur die Regierung, sondern das sind sehr viele, die sich an Politik beteiligen, es können Interessensvertretungen sein, das sollten eigentlich auch Bürger sein. Jetzt wird man als Bürgerin, als Bürger nicht bei jeder, bei jedem Thema mit sprechen wollen oder sich die Zeit nehmen oder auch das Interesse daran haben oder die Möglichkeit auch sich mit dem Thema auszukennen. Deshalb gibt es ja repräsentative Demokratie, deshalb gibt es auch politische Parteien. Aber die politischen Parteien haben mitnichten ein Privileg, sich um Politik zu kümmern. Also politische Parteien sind Vereine, die sich, private Vereine, die sich politisch engagieren, politisch und erst in dem Sinne dann wahlwerbend auftreten. Erst seit 1971 gibt es überhaupt Parteien. In der Schweiz zum Beispiel gibt es keine Parteien, sondern gibt es Vereine. Und es gibt Vereine, die bei Wahlen antreten. Ja, das sind dann die. Das heißt, diese Frage zum Beispiel, wer ist Politik und wer beteiligt sich an der Politik, ist eigentlich eine offene. Das ist nicht irgendwie vorgegeben, schon gar nicht durch die Verfassung vorgegeben. Das heißt, Politik könnte sehr viel mehr sein und das ist eben die Frage eben auch bei der Partizipation. Wer beteiligt sich tatsächlich an Entscheidungen und das auf unterschiedlicher Ebene. Und ich sehe bei den Medien zum Beispiel auch eine ganz andere Rolle. Natürlich haben der Einfluss von Medien aller Art bis hin zu Social Media auf Wahlen ist ein ganz enormer. Und zwar so, dass man nämlich eben wirtschaftliche Macht in Entscheidungen von Wahlen oder auch Entscheidungen wie zum Beispiel beim Brexit ummünzen kann. Das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel der Einfluss der britischen Medien auf das Verhältnis der Briten zu der Europäischen Union und deren Einstellung dazu und bis hin zur Abstimmung beim Brexit ganz enorm war. Aber grundsätzlich, jetzt, wenn es um Beteiligung geht, an politischen Entscheidungen und eben auch die Idee, wie könnten sich Bürgerinnen und Bürger, nämlich wirklich auch die einzelne Person, aber auch in Gruppen organisiert, wie könnten sie sich beteiligen, da haben Medien eine ganz andere wichtige Rolle, nämlich, und Medienjournalisten, dass ich eigentlich offen wäre, dass diese Rolle übernimmt, nämlich da, was ich brauche jemanden, der mir Orientierung gibt, der das übersetzt. Es ist nämlich praktisch nicht möglich, sich ein Thema auf dem Parlamentsserver zum Beispiel anzuschauen und die Unterlagen anzuschauen, wenn man in dem Thema nicht wirklich eingearbeitet ist. Das ist einfach schlicht unverständlich. Also einen Gesetzestext zu lesen und sogar die erläuternden Bemerkungen, die meistens oder sehr oft sehr gut geschrieben sind, es ist trotzdem schwer zu entschlüsseln, was das wirklich mit der gesellschaftlichen Realität zu tun hat. Und da spielen Medien eine Rolle, indem sie einfach diese Übersetzungsarbeit leisten und die Grundlage bieten dafür, um sich beteiligen zu können. Das heißt, wenn wir heute über Partizipation, über Beteiligung reden, dann würden Medien dort eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ob sie die wahrnehmen, kann man dann diskutieren und wie sie die Verantwortung wahrnehmen und wie sie das besser machen könnten, ist dann eine andere Frage. Den Entscheidungsprozess sehe ich als einen Trichterprozess, der letzte Punkt noch, wo am Anfang bei einer gesellschaftlichen Entscheidung ganz offen ist, ob es überhaupt ein Gesetz braucht, ob es eine Regelung braucht. Dann geht es um die Frage, wo man sagt, okay, man einigt sich, es braucht ein Gesetz, dann gibt es eben so auf europäischer Ebene Grünbücher, Weißbücher und dann gibt es eine Gesetzesvorlage, am Schluss gibt es politische Entscheidungen und ganz am Schluss weiter hinten gibt es dann noch die Überprüfung, ob diese Entscheidungen überhaupt funktioniert haben. Das ist eigentlich so der Prozess. Das Problem, das wir in Österreich haben, ist, dass dieser Prozess in den ersten Phasen intransparent ist. Und deshalb eine Beteiligung, nämlich auf dieser Phase, nämlich in dieser Phase, wo Beteiligung wirklich eine Rolle spielen würde, nämlich die Frage, brauchen wir überhaupt ein Gesetz und wie soll das Gesetz ausgestaltet sein, eigentlich nicht öffentlich zugänglich ist. Und erst, wenn es am Parlamentsserver dann eigentlich veröffentlicht wird, das fertige Gesetz, noch dazu in einer Form, die sehr schwer zu entschlüsseln ist, da ist es plötzlich dann transparent. Und das ist also derzeit eine Struktur, die eigentlich für Partizipation vollkommen ungeeignet ist. Gibt es aus der Forschung sozusagen Studien oder Erkenntnisse, Statistiken, die auch das Interesse der Bürger da irgendwie widerspiegeln, da zu partizipieren?
Das sind also ja, das ist ein Umkehrschluss oder so. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade direkt anschließen, aber... bitte beides möglich. Beides möglich. Gut, dann würde ich erst mal thematisch anschließen, dass was... braucht es Medien, gibt es Medien, was tun die Medien? Ich glaube immer weniger. Ja. Also der Einfluss der Medien in politische Entscheidungsprozesse, der klassischen Medien, ja. Zeitung, Fernsehen und so weiter, wird immer geringer. Und das haben die Parteien, die momentan sehr erfolgreich, wenn sie gerade keine Skandale an der Hacke haben, auch spielen. Das haben wir ganz stark gesehen, beispielsweise bei der FPÖ, die ihre eigenen hauseigenen Medien aufgebaut hat, vor allem stark im Social-Media-Bereich. Und da ihre Leute erreicht, motiviert und vollkommen ungefiltert und unkontrolliert in großen Teilen auch kommunizieren kann und alles, was sie kommunizieren wollen, direkt an die Leute bringt. Das heißt, das Bild der klassischen Medien als ein Filter und auch als ein Kontrollorgan, der wird immer geringer. Und selbst wenn sie es wahrnehmen und machen, gibt ja doch einige investigative Medien in Österreich, die auch stark an der Skandalaufarbeitung beteiligt waren. Gott sei Dank. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage nur, dass ich das sehr stark so wahrnehme. Dann ist auch da der erste Weg und ein ganz starker Motor mittlerweile, es über Social Media zu kommunizieren und hier erst einmal zu schauen, wie weit das eine auch Verbreitung findet, weitergegeben wird und dann nur in Teilen in die klassischen Medien auch übernommen wird. Ja. Beispiel Falter, wo werden die ersten Dinge abgesetzt? Das wird auf Twitter abgesetzt, wo wird darüber geredet, als Bringer hin zur klassischen, zur Website vom Falter, um dort dann hoffentlich auch Geld zu verdienen für die Arbeit. Also ich sehe das ein bisschen anders, weil eben zum Teil leider die klassischen Medien da übergangen werden und eben die Funktion, die ein Journalist in unserer Gesellschaft hat, dadurch nicht mehr wahrgenommen wird. Hat auch was mit Glaubwürdigkeit diesen Medien gegenüber zu tun, ja, die auch stark gelitten hat in den letzten Jahren. Die Glaubwürdigkeit, auch wenn der ORF das sagt, das ist doch der Rotfunk, also als klassisches Zitat, dass man da ein Glaubwürdigkeitsproblem bei den Medien auch sieht. Die vorherige Frage, wie kann trotzdem etwas von der Bevölkerung auch raufkommen, also jetzt nicht von oben nach unten kommuniziert, sondern von unten nach oben, geht ja, wenn wir jetzt unsere Gesetzgebung betrachten, klassisch über den Weg des Volksbegehrens. Und wenn man sich da die letzten Volksbegehren, die größer waren und erfolgreich waren, anschaut, dann ist es eine Mischung aus, also liegt es immer an einem sehr guten Kommunikationskonzept, einer sehr guten Kommunikationsstrategie. Ob die zufällig gewählt wurde oder tatsächlich jetzt strategisch erarbeitet war, ist unterschiedlich und der richtige Zeitpunkt. Ja. Also Rauchern, Rauchvolksbegehren, das genau zur richtigen Zeit aufgeschlagen hat mit der richtigen Kommunikation, Frauenvolksbegehren, das einen strategisch irrsinnig guten Ansatz hatte in dieser Polemisierung, dadurch auch viel stärker kommuniziert wurde. Also das ist an für sich das, wo es dann ja von unten hinaufarbeiten kann. Ursprüngliche Frage, ganz kurz, gibt es Studien? Natürlich gibt es Studien, aber also es gibt Meinungsumfragen, ja, jede Menge. Ja, wir wollen alle prinzipiell mitreden, aber in großen Teilen wird dann dem Ergebnis nicht vertraut. Das ist auch die Erkenntnis, die wir in unserem Partizipationsverfahren gehabt haben. Ja, ich gebe meine Meinung ab, wie der Schwedenplatz sein soll. Ja, ich gebe meine Meinung ab, wie das sein soll. Aber eigentlich, ja, wenn das dann nicht so passiert, nein, ich habe es eh gewusst. Ihr wollt uns eigentlich nur beschäftigen, ihr meint es gar nicht ernst, eigentlich dürfen wir nicht mitbestimmen. Also es gibt da schon ein großes Misstrauen, aber mitreden tue ich es dann doch lieber, auch wenn es unmöglich in Sachen ist. Okay, schon ein bisschen polarisierend, aber da möchte ich jetzt noch schon anschließen, also vielleicht fragt mich immer als Bürger, ich bin auch Bürger, über den Schwedenplatz darf ich sozusagen mitdiskutieren, aber die Frage, ob wir Google, Amazon und Co. besteuern wollen, nicht, das ist zu kompliziert für mich. Aber der Schwedenplatz ist einfach genug. Der ist aber auch sehr kompliziert, muss ich sagen. Kann der Schwedenplatz sein. Wie an die Runde, wer als erstes möchte,
wie wichtig ist da vielleicht auch in der Diskussion oder in der Mitgestaltung das Thema an sich, ob ich da mit partizipieren will auch? Also, und wo macht es Sinn, Leute mit zu partizipieren zu lassen? Ja, ich kann da gleich weitermachen. Ja, bitte, wenn du. Ich finde gerade dieses Jahr Schwedenplatz und diese Sachen, spannende Geschichten der Gesetzgebung. Ich finde, man sollte viel weiter oben anfangen. Das, was an und für sich aus meiner Sicht zu einem gewissen Teil verloren geht, eben auch durch Social Media, weil es immer so stark polarisierend ist, ist einen offenen Diskurs zu führen und zu sagen, nein, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich schätze deine trotzdem. Ja? Und das passiert in diesen sozialen Räumen viel zu wenig. Das heißt, aus meiner Sicht müssten andere Fragen als nur die, die einer Umsetzung zugeführt werden sollen, ja, diskutiert werden. Viel beschworen, jeder bezieht sich oder jede Partei bezieht sich auf die Werte, die es zu schützen gibt. Ja, einen Diskurs durchaus auch auf Online-Basis oder mit Unterstützung auf Online-Basis, was sind denn diese Werte, auf die wir uns stützen, worüber reden wir denn da eigentlich? Ohne dass man sagt, so, und das ist jetzt Gesetzgebung und jetzt stellen wir das auch noch, ich weiß nicht, in irgendeine Verfassung, in die Verfassung hinein oder muss das irgendwie gesetzgebende Wirkung haben. Nein, also wir können durchaus auch auf einer anderen Ebene diskutieren und das kann man auch in partizipativen Verfahren machen. Ist es nicht teilweise so, wenn wir uns anschauen, hat das, was online diskutiert wird, ja? Also da ist ja oft die Frage, hat es einen, ich nenne es jetzt mal substanziellen Mehrwert? Im Sinne von, ist es ein substanzieller Mehrwert für das Thema, was diskutiert wird. Ja? Wenn wir uns solche Diskussionen anschauen, entweder in der Schwedenplatz oder wir haben uns 2011 die Züricher Stadtdebatte angeschaut gehabt, das war auch so eine 3-Tage-Diskussion, wie kann Zürich verändert werden, ja? Und natürlich auch in der Schweiz, aber da geht es jetzt um die Inhalte, dann sehen wir da doch sehr stark, dass der Großteil dessen, was diskutiert wird, der Inputs ist, können wir sagen, ist substanziell, da geht es um das Thema, das trägt was dafür bei, weil es natürlich auch, und es kommt vielleicht auch die Frage, es hat eine gewisse Nähe, es betrifft mich, ich kann irgendwas, ich möchte was verändern, weil da draußen passiert vielleicht was, ja, da wird eine U-Bahn gebaut oder der Platz wird verändert und da kommt ein Baum hin oder da kommt kein Baum hin, also irgendwas, was mich in meinem Leben betrifft, ja. Und dann ist natürlich, wenn wir in diese Ebene höher gehen, die sicherlich wahnsinnig wichtig wäre zu diskutieren, ja, aber das ist. Und wir schauen uns jetzt beispielsweise, wenn auf den Social-Media-Seiten, den Facebook-Seiten der Parteien sowas losgetreten wird, ja, also der substanzielle Mehrwert von der ganzen Geschichte, der ist wirklich fragwürdig. Das ist auch die Frage des Absenders wahrscheinlich. Also, ja? Also Partei ist was anderes als eine Gruppe. Das ist dann, glaube ich, eben erstens eben immer die Frage, wo wird diskutiert. Ja. Ja? Und ich glaube halt in solchen kleinen geschlossenen Gruppen, wenn es um ein Projekt geht, ein ganz spezifisches, ist der halt höher. Also eben die Rolle, die Frage steht da immer, okay, um welche Themen oder welche Themen und oder Beziehungsebenen handelt es sich dabei eigentlich, ja, und Werte, wichtige Geschichte zu diskutieren, sehr normativ, sehr abstrakt, inwieweit passiert dann eigentlich, also inwieweit... Ja. Haben wir gehabt bei der Wiener Charta, ne? Bei der Wiener Charta des Zusammenlebens, wo es ja sehr stark darum gegangen ist, was können wir alle dazu beitragen, damit das Zusammenleben in Wien besser gestaltet. Ich glaube, der Fragesteller ist ein wichtiger Punkt. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht eine österreichweite Diskussion von einer einzelnen Partei in Österreich angestoßen haben und nur die darf diese Diskussion online führen, sondern also das ist mit Sicherheit wichtig und dennoch auch nur als Teilbeitrag, ich sage nicht, dass es nur online diskutiert werden soll, aber als Teilbeitrag könnte man das schon nehmen, weil es eine sehr transparente Diskussionsart ist, wenn es online passiert, eine sehr niederschwellige Diskussionsart ist und wir relativ ressourcenschonend und rasch mal ein Thema aufbauen können, dass wir sonst in diskutiven Gruppen, wie auch immer sonst Bürgerbeteiligung, also es gibt ja 100.000 Varianten, wie wir Bürgerbeteiligung gestalten können, wesentlich aufwendiger und intransparenter abläuft. Ja. Da, nur weil es gerade gefallen ist, auch Schweiz, ja, also das ist für mich, das wird ja immer gerne auch als Paradebeispiel der Bürgerbeteiligung, gerade mit der Partizipation zu konkreten Fragen gebracht. Die haben auch zum Beispiel über wesentliche Themen wie das Grundeinkommen, das Universelle, mal abgestimmt, negativ zwar, aber sie haben immerhin gefragt.
wieso machen die das anders und da ist das irgendwie akzeptiert oder gewollt. Da muss man mit einem Missverständnis aufräumen. Und zwar, wenn Österreicher und Deutsche in die Schweiz schauen und über direkte Demokratie reden, dann schauen sie immer auf die Abstimmungssonntage. Und direkte Demokratie ist mitnichten der Abstimmungssonntag, sondern direkte Demokratie ist der gesamte Meinungsbildungsdiskussionsprozess, der davor stattfindet. Also das, was mir das Interessante, wir haben ein Schweizer Partnerunternehmen und habe ich gesagt, okay, und der Begriff deliberative Demokratie, der in Österreich auch noch nicht sehr verwendet wird, aber in Deutschland sehr große Rolle spielt. Und da war die Reaktion, naja, den Begriff verwenden wir eigentlich nicht, das ist eben direkte Demokratie, aber wir wissen, dass das in Berlin und in Wien vollkommen falsch verstanden wird. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die NZZ, dann gibt es eine Schweiz-Ausgabe und es gibt eine internationale Ausgabe. Und in der Schweiz-Ausgabe finde ich zum Beispiel zu allen relevanten Diskussionen, man darf nicht vergessen, es gibt in der Schweiz ja nicht nur auf Bundesebene, sondern auf kantonaler Ebene Abstimmungen. Und da laufen meistens so 2-3 Verfahren parallel. Und das heißt, in der NZZ habe ich dann über einen Zeitraum von mehreren Monaten dann die Diskussion zum Beispiel über Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Das für und wieder. Das ist etwas, es gibt ja in der Schweiz Fernsehformate, wie was ich zum Beispiel im Schweizer Fernsehen, das Sternstunde Philosophie, ja, das ist eine, kommt uns außerordentlich statisch vor, aber offensichtlich ist öffentlich-rechtliche Fernsehen produziert dort Diskussionssendungen, die es in dieser Form in Deutschland und Österreich auch nicht gibt. Und die NZZ ist Teil dieses, oder andere Zeitungen sind eben Teil dieses Diskussionsprozesses, weil er stattfindet. Sie können sich dem gar nicht entziehen und sie würden wahrscheinlich nicht gelesen werden, wenn sie nicht diese Aufgabe erfüllen würden. Das heißt, wir haben dort Diskussionsprozesse in der Gesellschaft und das formt natürlich die Gesellschaft. Das heißt, jetzt ist nicht jeder Schweizer bei jedem Thema wahrscheinlich fit, dort mitzudiskutieren, aber du hast ein wesentlich mehr höheres Interesse an dem, was dich angeht. Was da der Hintergrund ist, ob das jetzt das Alemannische ist oder ob das die Gesellschaft ist und auch die Schweizer Demokratie ist ja gar nicht so alt, wie man in der Ausprägung, wie wir sie jetzt haben, auch gar mit der partizipativen Demokratie. Es ist einfach dort so. Und wir haben das in Skandinavien, wir haben das in Norddeutschland, wir haben dort eine andere Kultur. Das Problem, das wir haben, ist, glaube ich, dass wir in Österreich einfach einen Entscheidungsprozess haben, der über weite Strecken intransparent gehalten wird sogar. Also wir hatten zum Beispiel die Diskussion über das, und das ist jetzt nicht eine, der böse Wutbürger, sondern wir hatten eine Diskussion über das Familienrecht und dann war die Aussage von der damaligen Familienministerin und der Justizministerin, sie wollen das nicht öffentlich diskutieren, das Familienrecht, weil das könnte die Leute beunruhigen. Also mich hat beunruhigt, dass das Familienrecht nicht öffentlich diskutiert wird, weil wenn es Rechtsgebiete gibt, wo ich sage, dann könnte ich in irgendeiner Form einmal davon betroffen sein. Also meine Frau und ich, wir leben gut zusammen, wir verstehen uns sehr gut, aber man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Und dann, wenn die Frage zum Beispiel dann der Obsorge für Kinder da ist, dann ist das etwas, was mich elementar betrifft. Da ist mir das Steuerrecht wurscht, das ist mir alles wurscht, auch wenn es um solche Fragen geht. Oder stellen Sie sich vor, Erbschaft, wenn es dann Streitigkeiten gibt in Familien, dann ist das meistens die Erbschaft. So, das heißt, das wird nicht öffentlich diskutiert, um es nicht zu beunruhigen. Also das ist vollkommen schräg. Das heißt, wir müssten, und das Interessante, die Europäische Union wird immer gescholten als so Intransparenz. Das ist sie nicht. Das Problem ist, auf europäischer Ebene zum Beispiel, es sind die Dokumente werden alle online gestellt. Und etwa seit 2000 hat es eine große Welle gegeben, dass was veröffentlicht wird. Seit 2006 mit Sim Kallas hat es eine nächste Initiative gegeben, bürgernah regieren, das waren damals so die Schlagwörter dafür. Da wird es online gestellt. Das Problem ist, die kriegen gar nicht so viel Stellungnahmen, weil diese Gesetzesmaterien so schwer zu entschlüsseln sind. Also es ist oft sehr schwierig, dann über Datenschutz zu diskutieren oder über was auch immer zum Beispiel im digitalen Bereich diskutiert wird, dass sich eine Meinung zu bilden. Das heißt, das ist, glaube ich, die Hürde bei der Beteiligung. Das Interessante ist, wir haben mal die Frage gestellt, das war so um die Jahr 2000, Expertendiskussion, war auch eine Frage dabei, bei dem, wie man in Österreich regiert wird, war eine Frage, um welche Rolle spielen könnte Partizipation, Bürgerbeteiligung spielen. Und zwar aus dem Eindruck, dass in Deutschland und der Schweiz das damals ein großes Thema war mit Schulvolksbegehren in Hamburg und Nichtraucherinitiative in München und da hat es noch andere Themen gegeben in der Schweiz auch, vor allem in der französisch-schwarzsprachigen Schweiz waren da einige Projekte. Und wir haben gefragt, dass in Österreich österreichische politischen Insider, also keine Politiker, aber ehemalige Politik-Insider. Und da war die Antwort, ja schon, Partizipation ist ganz gut, aber nur auf lokaler Ebene.
Und das war für mich interessant, weil das war die Frage damals, die wir uns schon gestellt haben, ist das so oder haben wir einfach nur eine Verzerrung in diesem Sample drinnen, nämlich die Leute, die wir gefragt haben, die in Österreich Politikwissenschaften studiert haben oder in der Politik gearbeitet haben, dass die das halt nicht anders kennen. Und dass man eben so diese Vorstellung hat, Partizipation geht nur auf lokaler Ebene. Und ich bin jetzt mittlerweile, doch einige Jahre später, ganz überzeugt, dass das ein Bias drinnen war in dieser Diskussion, weil wir das geglaubt haben, dass das nur auf lokaler Ebene funktioniert. Was sicher wesentlich ist, das war die Frage, wer beteiligt sich? Ich glaube, es kommen ein paar Faktoren zusammen. Zwei sind auf jeden Fall, es muss für mich relevant sein. Weil warum soll ich mich an etwas beteiligen? Man muss auch im familiären Umfeld nicht sich an jeder Diskussion beteiligen. Also so Fragen wie zum Beispiel, wo man hin auf Urlaub fährt oder so, muss man ja nicht unbedingt dabei sein, wenn man den Frieden in der Familie wahren will. Das muss man einfach abwägen. Ne? Oder ob es einen interessiert, weil man sagt, ich will ja eh nur lesen, dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob man da in Italien oder in Griechenland dann liest. Es muss relevant sein und man muss das Gefühl haben, mitreden zu dürfen. Also die Frage, also relevant, nicht relevant ist die Frage der U-Bahn. Also für mich nicht relevant, andere vielleicht relevant. Aber und dann ist auch die Frage, und das ist die Frage, wer lädt ein zu diesen Diskussionen, wer ist noch dabei, ja? Also ist es überhaupt attraktiv? Es gibt mehrere Faktoren, aber vor allem diese Zugkraft beteiligen. Und da war zum Beispiel interessant unsere Erfahrung im Bundesrat, also wir haben einige Demokratieprojekte gemacht, wo wir eben vollmundig gesagt haben, wie könnte der Gesetzgebungsprozess transparenter sein, das ist so ein Steckenpferd von mir, wenn wir uns da länger beschäftigen damit, wie könnte das anders funktionieren. Und der Bundesrat hat damals gesagt, ja, wir probieren das einfach aus. Ja, und dann haben wir gesagt, Bundesrat interessiert mich jetzt nicht besonders. Der Karl-Heinz Löffler hat mich damals gefragt, Herr Kollege, woher kommt Ihr besonderes Interesse für den Bundestag? Und ich habe gedacht, dann könnte es auch fragen. Ich wollte ihm sagen, Sie interessieren sich für tote Sprachen, ne, weil er ist Sprachwissenschaftler, und für Griechisch und Latein, aber der Bundesrat lebt wenigstens noch. Aber das ist eine berechtigte Frage, aber was mich für mich Politikwissenschaftler, ich bin kein Politikwissenschaftler, aber was mich theoretisch und praktisch interessiert hat, war, wenn da ein Teil des Parlaments kommt und es immer in die zweite Kammer sagt, wir probieren jetzt alles aus, wir probieren E-Partizipation aus, wir machen Worldcafés, wir machen Enquetten und so, dann kannst du nur sagen, wenn es vorher das gefordert sagt, ja, ich bin dabei, ich arbeite da irgendwie mit. Ja. Und das war eben auch unbezahlt, aber das haben wir gesagt, na, das müssen wir jetzt machen, nicht nur immer fordern, sondern auch tun. Und da war natürlich sofort die Frage von euch und von anderen, ja, wenn wir dann dem Bundesrat irgendwie Informationen liefern, wenn wir da überhaupt die Zeit nehmen, was zu schreiben, was passiert denn da? Und wir haben einen irrsinnigen Kraftanstrengung darauf gebraucht, um Leuten einfach zu sagen, bitte schreibt es trotzdem mit, das ist ein Teil des Parlaments und wir werden das in den Nationalrat bringen und auch der Bundesrat kann Entschließungen fassen und auch der Bundesrat kann Entschließungen, die Bundesregierung Arbeitsaufträge geben, also man musste auch das erklären. Da war die Zurückhaltung sehr viel größer, als wenn die Bundesregierung einlädt, wo natürlich das eine viel größere Zugkraft hat. Ne? Okay. Dazu vielleicht die Gelegenheit der Publikum, Meinung, wie ist es so, wie kann man partizipieren? Möchte jemand hier, also, ja bitte. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, um womit diskutieren zu können, muss ich was davon wissen von dieser Sache. Und wenn ich jetzt an die Brexit-Abstimmung denke, was haben die Leute gewusst, die abgestimmt haben? Und was haben sie vor allem nicht gewusst? Was hat man ihnen nicht gesagt? Darf ich gleich sagen, das war keine Partizipation, sondern es war eine Abstimmung. Okay. Es war ja keine Diskussion, keine inhaltliche Diskussion. Man konnte ja nicht sagen, ja, wir wollen, ich weiß nicht, ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union oder wir wollen das verändern oder wir wollen das Geld anders zurück. Das war eben genauso, es war schwarz-weiß. Das ist genau keine Partizipation. Nationalratswahl ist kein Partizipationsprozess. Das ist eine Abstimmung. Das heißt, man gehört aber vorher die Diskussion, die Partizipation. Und ob die Abstimmung dann das Volk macht wie in der Schweiz, ist eigentlich eine sekundäre Frage. Die Frage ist, ob man vorher mitdiskutieren kann, weil es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, Entscheidungen mitzuwirken. Sogar in Wirklichkeit ist die Vielfalt Geheimnis, also offenes Geheimnis, kann ich sagen, als Public Affairs, wir sind die größte Lobbyingfirma Österreichs. Der Einflussmöglichkeiten ist über die inhaltliche Arbeit, indem du dich beteiligst. Lobbying ist nichts anderes als die Partizipation von Gruppen, von Organisationen. Bei NGOs heißt dann Advocacy, bei Unternehmen heißt es dann Public Affairs. Aber, und es ist mehr als nur Lobbying. Ja? Aber es ist die Mitwirkung an Entscheidungen. Und das ist als einzelner Bürger eben oft außerordentlich schwierig, wenn man diese Informationen einmal verarbeiten muss. Wäre aber denkbar. Also ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe eine Geschichte, da bin ich eingeladen worden, irgendwas zu unterschreiben für Medienfreiheit auf europäischer Ebene.
war vor ein paar Jahren, habe ich hab ja gar nicht gewusst, dass das in Gefahr ist. Und dann habe ich mache mir jetzt einfach, ich versuche rauszubringen, würde ich dort unterschreiben oder nicht. Und es war mir nicht möglich herauszufinden, worum geht es da eigentlich? Geht es um mehr Geld für öffentlich-rechtliche Medien oder geht es tatsächlich um die, um die Pressefreiheit? Was habe ich gemacht? Ich habe es gegoogelt und dann habe ich einen FAZ-Beitrag gelesen und noch einen von der Süddeutschen. Dann wusste ich, ob ich unterschreibe oder nicht. Nicht, weil ich den Text gelesen habe und die Unterlagen, die auf der Webseite war. Erst, weil ich gelesen habe, was die Zeitung darüber berichtet hat. Bernhard, du wolltest da noch ergänzen? Ja, ich wollte aber was sagen zum Thema Medien und Informationen, weil das ja immer wieder das Thema ist. Die Fragestellung ist, wie kann ich überhaupt über was mitreden? Und was man sich schon im Klaren sein muss, ist, dass die Medien durch die digitale Transformation, die klassischen Medien durch die digitale Transformation enorm unter Druck gekommen sind, weil im Grunde genommen Zeitungen, wenn man die Grafiken anschaut, im Grunde genommen im kompletten Verschwinden sind. Die Auflagen sinken, die Werbeeinnahmen sinken. Das heißt, es ist viel weniger Geld da, das Journalismus bezahlt. Und das zweite Thema, was auch oft nicht, glaube ich, ganz in den Köpfen drinnen ist, wir reden immer über Medien und hauen Social Media und quasi klassische Medien in einen Topf. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Social Media eigentlich nur die Transportschiene ist. Also ich sage jetzt einmal die Sendermasten vom ORF. Nicht aber der Content, weil Social Media produziert genau null Content. Der Content klassischerweise in Medien wird von Journalisten produziert. Die sollten gut finanziert sein, damit sie gescheit was erarbeiten können, weil das ist Knochenarbeit. Und genau das fällt immer mehr weg durch die digitale Transformation. Und auf Facebook ist es so, dass ich Bandbreite, also ich sage jetzt einmal die Sendemastenzeit, dann bekomme, wenn ich viel Geld einwerfe. Nicht, wenn ich qualitativ guten Content habe. Das heißt, ich kann dann laut hinausschreien, wenn ich viel Geld habe. Nicht, wenn ich guten Content habe. Das heißt, der schlechte Content wird sichtbarer, wenn einfach Werbefinanzierung dahinter steckt. Geld regiert die Welt sozusagen. Genau. Ja. Das heißt, ich kann jetzt irgendwelchen Content produzieren, wenn ich Geld habe und den laut hinausschreien und ich werde gehört. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen quasi klassischen Medien, weil wenn ich eine Zeitung gehabt habe und ich schreibe nur Bullshit da drinnen, dann wird sie die irgendwann einmal nicht mehr verkaufen. Nein. No. Weiß ich nicht. Ne? Naja, nein. Kann sie ja nicht zur U-Bahn legen. Ich meine, wir legen sie zur U-Bahn und verschenken sie. Ja? Also sie verkauft sich nicht unbedingt. Ja? Andere Finanzierung. Ja? Vielleicht, du wolltest da auch noch anschließen. Zu diesem Aspekt Brexit und dass davor eben Partizipation stattgefunden hat. Und das zeigen erstens Studien zu diesem Vorfeld Brexit-Diskussion, das zeigen aber auch Studien außerhalb England, also in Europa, in diesem ganzen Online-Deliberationsbereich. Das ist eigentlich, was wir da sehen, ist quasi, dass die Quantität der Teilnahme, also wenn es wirklich darum geht, wie viel nehmen wir teil, ist beeinflusst von soziodemografischen Kriterien. Also wir sehen schon, dass in der Regel mehr Männer teilnehmen als Frauen. Wir sehen auch, dass es beim Alter eher so was 30 plus ist, aber nicht zu alt. Ja, also sozusagen die sehr jungen sind. Das Mittelfeld. Ja, also das Mittelfeld. Wir sehen sehr wohl, dass diese soziodemografischen Kriterien die Qualität, wenn wir wieder bei der Qualität sind, nicht beeinflussen. Ja, also das hat keinen Einfluss auf die Qualität. Aber eben, was wir dann sehen und im Fall von Brexit war dann quasi das, und diese Personen sind in der Regel höher gebildet. Und im Fall von Brexit zeigt uns das, dass die partizipiert haben vor den Diskussionen, die waren auch dagegen. Ja, also quasi hat die Diskussion stattgefunden unter denen, die sowieso in der EU bleiben wollten. Ja. Aber was wir eben auch sehen, ist, wenn wir diese Studien vergleichen mit anderen Studien, dass die teilgenommen haben, sich sehr ähneln grundsätzlich. Also ich nehme jetzt ein bisschen mit Digitalisierung und Social Media ist ein bisschen so ein Minenfeld und schwierig auch für dieses Thema. Aber gibt es auch Vorteile der digitalen Seite? Also können wir da ein bisschen in die Diskussion einsteigen, welchen Mehrwert könnten Online oder digitale Medien bieten für die Partizipation im politischen Diskurs? Also wie kann das auch in einer positiven Sicht funktionieren? Jede Menge. Jede Menge. Ich sehe auch mehr Chancen als Risiken. Na dann bitte, klar. Also wie ich auch schon gesagt habe, die Transparenz ist eine ganz andere. Die Dynamik, ich
sage nicht nur, eben nicht nur mit Geld kommt man bei Social Media weiter, sondern eben auch mit guten Netzwerken. Wenn ich jetzt Lobbying-Gruppen oder wenn ich Werbung mache, ganz klassisch aus dem Marketing, habe ich eben in der klassischen Kommunikation wirklich Budgets gebraucht, um mit dem Megafon meine Kunden anzuschreien, dass ich den besten Brand habe. Es wird günstiger. Ja? Wenn ich andere Mechanismen, womöglich auch Provokation, ja, gebe ich zu, aber doch auch andere Wege, Diskussionen anzuregen, kann ich wesentlich günstiger kommunizieren. Ich kann es wesentlich rascher machen. Und ich komme natürlich an andere Gruppen ran, wenn das Thema passt, wenn ich eine persönliche Betroffenheit bei den Leuten habe, an die ich sonst nicht in der Art und Weise kommunizieren oder sie nicht beteiligen kann, weil ich niederschwelliger bin, weil ich in vielen Bereichen barrierefrei bin, weil nicht jeder um 19 Uhr sich versammeln möchte in einem Raum und vor Leuten sprechen möchte und seine Meinung kundtun will oder auch nicht kann, weil die Mobilität nicht da ist, weil die Zeit nicht da ist, weil das Geld nicht da ist. Also ich kann an ganz andere Gruppen viel offener und immer auch wiederholend transparent rankommen und diese Ideen, diese Gedanken zeitversetzt und überregional, leider immer noch keinen vernünftigen großen Online-Diskurs gehabt in Österreich, gebe ich vollkommen recht, Deutschland hatte das ja schon vor acht Jahren waren, glaube ich, die großen Wissenschaftsdiskussionen über Nanotechnologie etc. in Deutschland. Also auch überregional, zeitversetzt, Ideen weiterzuentwickeln. Und die Möglichkeit ist online sicher einmalig, wenn es gut moderiert ist. Ja. Ich finde ganz wichtig nochmal, der Fragesteller ist immer so der Punkt. Ja. Also kann das jetzt wirklich kann es eine Behörde sein, kann es eine politische Organisation sein, ist das sinnvoll? Und die Lust der Politik an der Meinung der Bürgerinnen und Bürger ist sehr begrenzt. Ja. Also wer deutlich mehr Lust hat, die Meinung zu erfahren, ist zumindest nach meiner Erfahrung die Verwaltung, wenn ich in diesem Gesamtkontext bin. Die Verwaltung ist sehr daran interessiert, auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen. Die Politik, die will nur transportieren in die eine Richtung, will nicht zurückbekommen. Und da ist für mich dann immer die Frage, wer kann dann sich auch darstellen als Fragesteller, um eine breite Glaubwürdigkeit zu haben. Ja, um auch wirklich breit Menschen anzusprechen, die versucht vorteilsfrei dann auch in einen Diskurs einsteigen wollen. Weil genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses, ach naja, wenn die fragen, ja, dann ist eh klar. Also wenn der ÖMTC mich fragt, ja, wie sollen wir mit Autos weitermachen in Wien? Naja, wen spricht der ÖMTC in dem Fall an? Wer wird wie darauf reagieren? Welche Kontrastellungen werden wir sofort haben? Ja. Was ist aber, wenn sich der AWO, der ÖMTC, der VZÖ, die Radfahrerlobby etc. gemeinsam an den Tisch stellen, gemeinsam Fragen formulieren, dann könnte vielleicht auch eine andere Offenheit und eine größere Breite auch stattfinden. Also ich finde das mit dem, wer ist der Fragesteller, ganz einen wichtigen Punkt, weil ich dadurch unterschiedlich Leute anspreche oder gleich kontraprovoziere. Ja, ja, da muss ich jetzt genau... Die Fragesteller ist sehr, sehr spannend insofern, weil du hast gesagt, okay, Transparenz, ich kann schneller, ich kann zielgerechter adressieren in der digitalen Welt. Jetzt muss ich so fragen, genau das hat ja die Brexit-Kampagne gemacht, die hat über Microtargeting und einen Social-Media-Kanal ziemlich viele Leute erreicht mit gezielten Botschaften, egal ob richtig oder nicht, aber sie hat diesen Mechanismus eigentlich sehr geschickt genutzt für ihre Kampagne. Ja? Und da ist jetzt für mich die Frage nicht nur, wer ist der Sender, weil der war ja anscheinend eh okay. Aber ist es nicht dann auch irgendwie das Tool oder die Plattform? Oder die? Nein, es ist nicht das Tool, es war die Zielrichtung dahinter. Die Zielrichtung war kein Diskurs. Die Zielrichtung war eine Meinungsänderung. Die Zielrichtung war eine Kampagne und nicht eine Diskursführung im Sinne einer offenen Fragestellung und einem gemeinsamen Herstellen von einem Konsens. Also, das ist komplett unterschiedlich. Okay. Wir müssen, glaube ich, drei Dinge mal grundsätzlich trennen, sprachlich. Ja. Das eine ist... Diskussion, also Social Media, ja, das heißt, oder Medien, andere Medien,
da wird gesendet. Da findet keine Deliberation statt. Also Deliberation heißt, wir reden miteinander und lernen von etwas an. Das, was wir jetzt hier versuchen. Ja? Also es könnte auch sein, dass wir herumsitzen und einfach nur Show machen wollen, jeder, und nicht darauf eingehen, was der andere, nicht versuchen, was davon zu lernen. Aber ich nehme an, dass Sie nicht herkommen sind, wegen der Getränke oder Freunde zu treffen, sondern irgendwas zu... Um was zu hören, was vielleicht interessant ist oder vielleicht auch was zu sagen, dass man voneinander lernt. Also dieses voneinander lernen, das ist in Social Media überhaupt nicht. Die sind nicht geeignet dafür. Das ist etwas so wie Fernsehen und Radio. Nicht bitte. Nein. Lass uns mich mal fertig reden, bevor es nein. Ich kann es auch entscheiden. Also, ich möchte nur unterscheiden einmal Medien inklusive Social Media als Sender. Das zweite ist tatsächlich Diskurs, Dialog, deliberativ, wo Menschen miteinander austauschen, lernen und gemeinsam was entwickeln. Das findet in Workshops statt, das kann in Arbeitsgruppen stattfinden, das kann in Enquetten stattfinden, das kann auch online stattfinden. Wir sind ganz am Anfang erst bei E-Partizipation. Also wenn Social Media ist nicht E-Partizipation, kurz gesagt. Das dritte ist, E-Voting ist nicht E-Partizipation, sondern das Abstimmen. Ja, das ist auch nichts Deliberatives, weil ich erfahre ja nicht einmal, was sie für ein Kreuzel gemacht hat. Und darüber zu diskutieren, sagen, ah, hat das Kreuzel gemacht, mache ich auch oder so. Ja. Das heißt, das ist jeder für sich entscheidet. Das sind, glaube ich, drei Dinge, die könnte man mal trennen. Ich trenne sie ganz gern, weil man sonst das irgendwie eigentlich eine Diskussion nicht sehr viel. Wenn ich mir jetzt dieses Deliberative voneinander lernen anschaue und überlege, wie man das online übertragen kann, dann haben wir vor Jahren, nämlich schon, also 2014, begonnen, auf SharePoint-Basis damit zu arbeiten, hat überhaupt nicht funktioniert, wurde nicht angenommen. Ich selber habe in den 80ern programmiert und habe deshalb immer wieder versucht, irgendwas digital mit Politik zu verbinden, auch schon in den 90ern mit Newsletter und sonst was. War sehr schwierig. So, wir haben gemerkt, ab 2014 haben wir wieder probiert mit Tools, nicht mit unseren Tools, und haben gemerkt, interessanterweise, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Leute mittlerweile online shoppen und man gewohnt ist, auch mit mobilen Geräten zu arbeiten, dass das besser angenommen wird. Daraufhin haben wir angefangen, mit Tools zu arbeiten und haben gefunden, drei Dinge. Die Tools, die da sind, sind Schrott. Wir haben keine Erfahrung, wie wir sie einsetzen, und die Leute, die teilnehmen, haben auch noch keine Erfahrung. So. Daraufhin haben wir angefangen und gesagt, okay, das ist so, das muss aber nicht so bleiben, das könnte man entwickeln. Wir haben selber versucht, Erfahrung zu sammeln, indem wir viele Projekte oder einige Projekte gemacht haben, gesagt, aha, jetzt kriegen wir schon langsam das in den Griff, wir funktionieren. Die Leute, die darauf einsteigen, die dabei sind, scheinen auch immer mehr das. Irgendwann sind wir auf den Punkt gestanden und gesagt, okay, wir brauchen ein neues Tool, und haben dann selber auch angefangen, ein Tool zu entwickeln. Das ist auch noch nicht perfekt. Da gibt es noch sehr viel, also das funktioniert schon sehr gut, aber da gibt es noch sehr viel Entwicklungsmöglichkeit. Was wir Erfahrung gemacht haben, das sind die drei Punkte, die ich Ihnen erzählen kann. Mache ich kurz. Die Qualität der Diskussion ist in echten E-Partizipation ist möglich, hochqualitative Diskussionen zu führen. Also alles, was Sie mit Social Media haben, vergessen Sie es. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Leute, die sich beteiligen, die Beiträge haben die gleiche Qualität wie die Dokumente, die wir zur Diskussion stellen. Wir gehen immer grundsätzlich davon aus. Wir haben das jetzt auch gesehen bei der Digital Society. Digital Society hat ein sehr elaboriertes Papier von, glaube ich, 10 Seiten zur Verfügung gestellt. Es haben sich noch nicht sehr viele Leute beteiligt, aber die Statements, die reingekommen sind, waren tadellos. Das hat gepasst, das ist tatsächlich eine Weiterentwicklung gewesen. Und wir haben auch gesehen, erste Ansätze, dass Leute aufeinander reagieren, obwohl die Gruppe, die sich beteiligt haben, noch nicht sehr groß war. Hätte sich da Hunderte beteiligt, dann wäre das natürlich sehr viel lebhafter geworden, man hätte sehr viel mehr voneinander gelebt. Das heißt, die Qualität bei E-Partizipation hat enorme Chancen, dass man tatsächlich zu besseren Entscheidungen und besseren Meinungen kommt. Das zweite ist, die Kosten für die Moderation, fürs Organisieren sind tatsächlich außerordentlich gering. Und zwar so, dass sie für eine NGO wie die Digital Society oder auch andere NGOs durchaus machbar sind. Also das ist nicht der Aufwand, ist das Moderieren, und der große Aufwand ist derzeit noch, Leute dazu zu bewegen, sich zu beteiligen. Das ist aber bei jedem Beteiligungsprozess so, wo man jetzt am Dorfplatz diskutiert, muss die Leute dazu bringen, auch zu kommen. Ja, weil die größte Lüge ist, ich würde mich gerne beteiligen. Dann sagst du, ja, Beteiligung, dann kommen die. Das heißt, die Moderation ist, und das ist interessant, das heißt, ein einzelner Abgeordneter könnte zum Beispiel ein Gremium von 100 Beratern, die er sich aufzieht, mit denen zum Beispiel diskutieren über seine Anträge, bevor er sie einbringt. Und er könnte seinen eigenen Parlamentsclub, seine eigenen Referenten, die politische Akademie und die gesamte Partei umgehen.
Das heißt, ein Abgeordneter im Parlament kann zum Beispiel sitzen und sagen, ich bin aus Rottenmann und ich diskutiere mit den Bürgermeistern aus Rottenmann und Umgebung über irgendetwas, was regional von Bedeutung ist. Und er kann direkt mit denen in Kontakt treten und er kann sagen, ich diskutiere das zum Beispiel in geschlossenen Raum nur mit den sozialdemokratischen Gemeindevertretern oder ich diskutiere es mit allen Bürgermeistern, weil mich das interessiert. Also wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, nämlich gruppenoffene, geschlossene Diskussionen zu führen, zu außerordentlich geringen Kosten. Er braucht wahrscheinlich nicht mal seinen parlamentarischen Mitarbeiter. Dritter Effekt ist, die Grenzkosten für die Beteiligung gehen runter. Und das ist genau dieser Longtail, den wir bei anderen digitalen Effekten ja auch haben, dass nämlich die Frage ist, zum Beispiel die Kosten für irgendein soziales Medium, wie viele Leute dort ihre Fotos online stellen, ist vollkommen egal. Das heißt also, Instagram hätte praktisch die gleichen Kosten, wenn dort 1000 Leute ihre Fotos hineinstellen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute auf Instagram derzeit sind, das geht natürlich ständig in die Höhe. Und die Datenmenge, die draufkommt, ist ständig. Und wenn man sich anschaut bei YouTube, die Kosten sind irrelevant. Das ist vollkommen irrelevant. Das gibt die Administration und sonst was. Das heißt, wir haben, ob wir jetzt mit 10 Leuten oder 12 Leuten über ein Thema diskutieren, und das würde man normalerweise machen, wenn man eine Arbeitsgruppe macht oder auch in einem Beirat in der Gemeinde, sagt man, wir machen einen Arbeitsbeirat, da sollen 10 Leute sich beteiligen, wenn mehr ist immer schwierig, da findet man keinen Termin, um die alle einzuladen, das sind einfach Kosten, wenn man 20 statt 10 einlädt, hat man wahrscheinlich zumindest 50% mehr Kosten, man muss mindestens genauso, doppelt so viel den Leuten nachtelefonieren, das ist irrelevant. Das ist genau das, was Sie haben. Sie haben diesen Longtail. Das heißt aber, Sie können doppelt, dreimal, zehnmal so viel, hundertmal so viele Leute beteiligen. Und ob die sich wirklich beteiligen oder nur sagen, dass sie beteiligen, vollkommen egal. Sie haben keine administrativen Kosten. Und wenn der Zehntausendste dann eine super Leistung bringt, nämlich ein einziges Mal etwas Gescheites reinbringt, ist das super. Dann haben Sie Ihren Benefit gehabt. Das heißt, dieser Longtail, der schlägt da voll zu. Und das heißt, wir haben bei der E-Partizipation tatsächlich nämlich qualitativ ganz andere Möglichkeiten als die Partizipation. Jetzt bin ich kein Prophet oder bin ich vielleicht schon mittlerweile, was E-Partizipation für Möglichkeiten bringt. Und wir reden nur hier von etwas, das ist ganz was anderes als Social Media. Das ist etwas so, wie Radio ist, also Fernsehen ist nicht Radio mit Bild. Ja, das ist qualitativ, das funktioniert anders, das hat eine ganz andere Logik, das hat eine ganz andere Ökonomie dahinter. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass es überhaupt sinnlos ist, zu überlegen, ob wir ein anderes, besseres Social Media produzieren, weil das geht nicht. Du erst einmal bringst du es nicht in den Markt hinein, gegen die Giganten, die schon da sind, sondern es ist die Frage, was ist das Nächste? Und da sehe ich Plattformen, auf denen diskutiert wird. Was wir uns vorstellen ist, die Zukunft ist, wir werden es mit E-Committee natürlich machen, weil das die Technologie ist, die wir jetzt haben, dort zum Beispiel ein Haus der Demokratie zu schaffen. Das heißt einfach einen Open Public Space, in dem diskutiert werden können und wo nicht nur Digital Society, sondern viele Leute ihre Moderatoren sind, dann hätten wir nämlich das Problem des Bekanntmachens nicht mehr. Wenn nämlich viele Organisationen am gleichen Ort diskutieren, dann würde jemand sagen, heute Abend gehe ich dorthin, morgen gehe ich dorthin. Das ist etwas so, warum es eine Goldschmiedgasse gegeben hat, warum sich die Leute geclustert haben oder warum es einen Cluster in der Steiermark für Automobiltechnik gibt. Ja? Und wenn man sich zusammentut, hat das gewisse Vorteile, Netzwerkeffekte, nämlich nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei den Moderatoren. Und was uns vorstellt, letzter Punkt ist, was man uns vorstellt, ist Diskussionen, wo die Moderatoren massiv unterstützt werden. Und da muss ich jetzt das Stichwort Artificial Intelligence verwenden, das noch nicht verwendet werden. Und zwar nicht eine Artificial Intelligence, die irgendwie ganz abgehoben ist, sondern ganz, ganz primitiv und alles, was es ja schon gibt, Text Mining. Also es wäre möglich, zum Beispiel Diskussionen, während sie laufen, Mindmaps dahinter erstellen zu lassen. Das heißt, ich brauche keine künstlichen Texte, die da erstellt werden, das funktioniert nur mäßig. Aber was wir hier diskutiert werden, laufend, ohne Bias, in eine Mindmap zu erzeugen, wäre technisch möglich. Das heißt, ich könnte jedes unserer Statement natürlich kategorisieren und könnte die visualisieren und sagen, aha, die haben heute über das diskutiert und E-Voting ist auch gefallen.
dieses Bild könnte man zurückspielen. Das würde auf unsere Diskussion wahrscheinlich einen Einfluss haben. Und wenn gleichzeitig da hinten auch noch aufscheinen würden alle Dokumente, die es gibt dazu, und Sie auch noch die Zeit hätten, darüber nachzudenken und die zu lesen, das hätten Sie nämlich, wenn Sie an einer E-Partizipation-Diskussion teilnehmen würden, weil Sie haben nicht nur 2 Stunden für die Diskussion, sondern Sie haben eine Woche und Sie können das alles lesen, wann immer Sie wollen, und Sie müssen, viele Leute können halt nicht da sein, weil sie heute keine Zeit haben, bei einer E-Part oder im Zettel eben. Bei einer E-Partizipation-Diskussion hast du diese Probleme zum Beispiel nicht mehr. Das heißt, wir haben da wirklich Potenziale. Die Frage, die sich für mich nur stellt, ist, ob Österreich zum Beispiel, ob österreichische Anbieter und österreichische Hosts solche Diskussionen stattfinden, organisieren werden, oder ob das nicht im deutschsprachigen Raum wieder deutsche Anbieter sind, so wie heute schon bei Talkshows. Okay. Jetzt, du wolltest schon die ganze Zeit einsteigen, ich glaube eigentlich beim Social Media Thema. Ja, also für mich hat sich das angehört, als wäre Social Media Information. Ja. Bei der Definition, sorry, aber Social Media ist per Definition, und so ist es nun mal eine zweite Kommunikation. Also wir können nicht sagen, Social Media ist Information. Ich habe es nicht verstanden, ist es eine? Zweibekommunikation. Es ist doch nicht. Also ist doch überhaupt der nicht. Punkt ist, der Unterschied ist doch der, wie nutze ich ein Medium und was ist sozusagen die technologische Affordance. Ja, aber Social Media, sagen Sie mal böse, aber Twitter ist, auf Twitter kann ich senden. Natürlich kann ich senden und ich kann empfangen. Ja, wer hört es denn, wenn ich was schreibe? Der Johannes sitzt und 1000 andere, 2000 andere in meinem Fall. Das ist ja keine Zweiwegkommunikation. Zweiweg ist, wenn der Präsident der USA was sagt, dann ist er Sender. Wenn Murdoch etwas sagt, wenn große Konzerne etwas über Werbung in den Markt hineindrücken, das ist doch keine Zweiwegkommunikation. Das ist der Unterschied zwischen, wie nutze ich ein Medium und was ist eine technologische Form. Und die Form ist doch, Zweiwegkommunikation, das ist einfach von der Theorie, aber in der Praxis ist es nicht. Doch, also das ist es nicht. Das ist schon in der Diskussion. Einen Moment noch kurz, da war jetzt eine Publikumsmeinung, Frage. Wenn sozusagen so viele Menschen in so einem Raum dann diskutieren und eben man die ganze Woche Zeit hat und so weiter, das ist ja dann ein unglaublicher Informationsfluss, eine Datenmenge. Also ich bin manchmal auf anderen Social Media Kanälen schon überfordert, wenn ein Thread dann schon 100, wo man dann unten, also nicht mehr weiß, was man jetzt alles nachlesen soll, damit man überhaupt weiß, wo die Diskussion gerade ist. Wie kriegt man das in dem Fall? Naja, das ist der Unterschied zwischen einer Bibliothek und einem Haufen Papier. Ne? Also ein Altpapiercontainer ist es sehr schwer, sich zu orientieren. In einer Bibliothek gibt es halt Möglichkeiten und Technologien, sich dazu entschlüsseln, wie zum Beispiel ein Index. Okay. Ja, das ist die Frage, wie man es aufbereitet. Wir können da hinten noch. Aber da vorne auch noch, Entschuldigung, ich habe da vorne. Also wir versuchen eine Reihenfolge. Nein, ich wollte nur sagen, zu der Social Media Diskussion. Das GfK-Institut hat eine Studie dazu gemacht und in Österreich sind circa zwischen, ich glaube, 5-10% Politik-Follower sogenannt, also die ja auf Politik diskutieren. Dann ist wieder die Frage, okay, sind das Menschen, die beruflich in dem Thema diskutieren, oder wo ist die Zivilgesellschaft, also wohl eher nicht dabei. Also gerade die Social Media sind in erster Linie Unterhaltungsmedien. Also wo sehr viel Unterhaltung einfach geshared wird. Und ja, also für politische Diskussion würde ich auch eher sagen, dass es nicht wirklich eine Zweiwegkommunikation ist. Schon. Ich glaube, man muss tatsächlich wirklich unterscheiden, was ist quasi die technologische Affordance dieses Mediums und was passiert dort. Und der Punkt ist ja der, weil das, was dort passiert, ist ja auch eben gerade, wenn wir uns die Seiten von Parteien und Politikern anschauen, ja, das, was dort an Diskussion passiert, ja, ist auch dann, wenn wir im Bereich Qualität sind, das, was ich am Anfang gemeint habe, der substanzielle Mehrwert ist oft nicht vorhanden. Das heißt, da ist ein großer Teil Unterhaltung. Da geht es primär um Emotionen loszulassen. Ja. Da wird Politik wird nahbar und das ist ein positiver Aspekt, ja, egal was passiert, es ist ein positiver Aspekt, dass dadurch Politik nahbarer wird für viele Menschen. Und es ist natürlich, es wird einfach auch sehr emotional, aber das, und dass es dann nicht so genutzt wird, ja, im Sinne, dass da die große Diskussion stattfindet, das ist was anderes. Aber deswegen ist das Medium an sich kein Einwegmedium. Ja. Geht das noch zu der Frage? Na, allgemein, ich meine, diese Tool-Diskussion, die ist wirklich sehr, sehr alt.
welches Tool ist jetzt das Beste, können wir die Diskussion auch auf Facebook führen, oder können wir es in einem Forum führen, ist es forumsgeleitet, ist es, wie wird es dargestellt, wie wird geantwortet, wo ist die Antwort sichtbar, ist es eine offensichtliche Moderation, ist es eine unsichtbare Moderation, wo man nur die Leute anschreibt, die und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist alles wichtig, gar keine Frage, und es gibt sicher Tools, die sind besser geeignet und weniger gut geeignet. Alle diese Kommunikationstools, ob Twitter, ob Facebook, sind primär natürlich haben eine Diskussionsbasis, ja, sonst wird es eine Social Media heißen, das ist Definitionsgeschichte. Der tatsächliche Aspekt, der ja viel wichtiger ist, ist, welche Fragen stellt wer an wen mit welcher Auswirkung. Ja? Also dieses Inhaltliche, die Technologien oder die unterschiedlichen Möglichkeiten sind ein Aspekt, den man auswählt, nachdem man gesagt hat, was eigentlich, wo und an wen. Ja? Und dann nimmt man sich das Medium, das dafür am besten geeignet ist. Wer entscheidet dann, was diskutiert wird? Oder wer bestimmt, was diskutiert wird? Das ist, finde ich, eine spannende Frage. Ja. Auf der einen Seite hat natürlich ein YouTuber vor der deutschen Bundestagswahl ziemlich klar gezeigt, wie er da eine Diskussion angeschlagen hat, die wirklich stark nachgewirkt hat. Das war seine eigene Entscheidung. Ne? Wenn das so funktioniert und in dieser doch mit einem provokanten Titel auch ist, dann hat er das gemacht, dann hat er eine Diskussion angestoßen. Aber das ist kein klassisches Partizipationsprojekt. Ja? Natürlich, er ist jemand, der eine Entscheidungsgewalt hat, stellt eine Frage an eine Gruppe von Leuten, die ein Naheverhältnis oder ein Interesse an dem Thema haben. Ich glaube, eben der Punkt ist der, was wir auf diesen den klassischen Social-Media-Plattformen YouTube, Facebook und Twitter finden, ist, wir können nicht diese E-Partizipationsprojekte umsetzen, die Sie jetzt da gerade erklärt haben. Was aber der Unterschied ist, deswegen würde ich Sie nicht komplett in die Ecke drängen, ist, dass es da, wo die Masse ist. Ja? Und wenn ich das nutze, dann kann ich dort einfach sehr viel mehr Menschen erreichen. Ja? Also eben auf diesen speziellen E-Partizipationsplattformen. Ja? Seien wir ganz ehrlich, wer ist da schon? Ja. Ja? Das sind die thematisch Interessierten. Das ist schwer, die Allgemeinheit dorthin zu bekommen. Ja? Und die Frage ist halt, kriege ich die Allgemeinheit zumindest ein gewisses Interesse daran, wenn ich vielleicht auch über die Plattform anfange, wo sie sich bewegen. Ja? Also wir sind bei der E-Partizipation wahrscheinlich jetzt in der Phase von vor 10 Jahren bei Facebook oder Twitter. Ne? Das heißt, wir sind genau in der Frühphase. Ich habe es gesagt, wir sind bei den Techniken, erst am Anfang, wir sind bei den Erfahrungen derer, die sie einsetzen. Ja, Digital Society hat zum ersten Mal jetzt gemacht, wir haben noch nicht viel Erfahrung damit. Und wir sind es gibt schon Jahre und Jahrzehnte. Wir haben wenig Partizipation. Ja, aber es hat auch Diskussionsforen, gibt es natürlich. Also ich habe mein erstes wissenschaftliches Paper, glaube ich, haben wir 1990 geschrieben, online. Ja, und das war das besonders Interessante, weil wir damals mit Amerikanern zusammenarbeiten konnten, das ist also eine Frühphase des Internets, und die haben in der einen Tageshälfte gearbeitet und wir in Europa haben in der anderen Tageshälfte gearbeitet, haben kollaborativ gearbeitet 1990. Ja, also natürlich gibt es das alles lang, aber ich rede jetzt von wo stehen wir und wo ist der Punkt, wo das tatsächlich dann die Chance hat zu funktionieren in einer großen Breite. Und was ich feststelle, jetzt mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit allen Projekten, dass wir bei E-Partizipation von etwas vollkommen anderen reden in der Qualität, das sind die Diskussionsforen, die es gibt, sind irgendwie so die Frühphase. Aber zum Beispiel, Sie können in einem Diskussionsforum nicht einmal Texte diskutieren ordentlich. Einen Text online stellen und diesen Text dann satzweise oder absatzweise zu diskutieren, geht nicht wirklich. Es gibt ein paar Tools, die können das. Da brauchen Sie zum Teil eine halbe Stunde, um dann ein paar Dutzend Zeiten zu machen. Jeder hat das gemacht um 2000er, ne? Nicht mit einer satzweisen Diskussion. Ja? Doch, genau so. Und Sie werden Beispiele finden, aber wir stehen am Anfang erst bei E-Partizipation. Und wenn ich mir anschaue, mein Verdacht ist, dass die Frage ist, wer wird es organisieren? Und das Interessante ist, weil die Grenzkosten so gering sind, weil die Kosten so gering sind, könnte es sein, dass das ganz neue Gruppen sind.
Und genau das, was wir gesehen haben bei YouTube, zum Beispiel am Anfang bei YouTube, war die Frage von großen Fernsehkonzernen in den USA, ja, wer wird denn die ganzen Programme produzieren, die dann die Leute sich anschauen? Die Teilnehmer haben sie produziert. Das wird bei E-Partizipation wahrscheinlich nicht eins zu eins so funktionieren, aber es kann durchaus sein, wenn die Digital Society sich zum Beispiel ordentlich ins Zeug legt und sagt, okay, da gibt es den Ort, wo über das diskutiert wird, und wenn ich der Bundesrat bin oder wenn ich der Nationalrat bin, dann muss ich zur Digital Society und sage, ihr habt doch eine Diskussionsrunde, ihr habt da, ich weiß nicht, ein paar tausend Leute, die diskutieren da immer sehr gescheit über Digitalisierung, oder die neue Netzsprecherin der SPÖ, die Karte Kucharowitz, mit der habe ich gerade vormittag telefoniert, und die könnte auf die Idee kommen, ich mache mit euch eine Kooperation über irgendein Thema und diskutieren wir das. Ich bringe meine Leute, ihr bringt es euch. Dann würde das wachsen. Das heißt, wir wissen überhaupt noch nicht, wer die Hosts von diesen Diskussionen sein werden. Was die aber bei jedem Medium eine Rolle spielt, ist die Auffahrtsrampen. Das heißt, kriege ich über ein anderes Medium, erfahre ich, dass das überhaupt stattfindet. Und da werden Social Media in einem gewissen Ausmaß werden sie eine Rolle spielen als Auffahrtsrampe zu E-Partizipation. Und zwar einfach deshalb, weil wenn ich hier Twitter, habe ich die Möglichkeit, mit einem Klick von Twitter in die Online-Diskussion hineinzukommen. Wenn das in einer Zeitung drinnen steht, kann ich da nicht draufklicken. Ich muss das erst eingeben. Ist ja wichtig abzubauen. Ich glaube das aber trotzdem, dass eigentlich Radio und Fernsehen, dass das die Medien sein werden, die in Kombination mit E-Partizipation eine Rolle spielen als Auffahrtsrampe. Und zwar deshalb, weil sie immer noch die Rolle als Leitmedium spielen in vielen Bereichen. Und ich könnte mir vorstellen, da gibt es ja auch Diskussionen beim ORF dabei, dass zum Beispiel könnte sein, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, bei BBC wird das auch diskutiert, dass der BBC die E-Partizipation-Plattform für Großbritannien schafft. Und praktisch ein digitales Großbritannien, wo diskutiert wird. Das heißt, das ist überhaupt nicht ausgemacht, wer das organisiert und wie das ausschaut. Brechen, weil jetzt wird dann langsam schon die Zeit aus. Im Publikum war es schon länger. Ja, der Herr in Grün, bitte. Ich möchte das Ganze mal technologie unabhängig mal betrachten. Nehmen wir an, die Partizipationsfrage, das heißt, möglichst viele Teilnehmer werden gelöst, alle nehmen teil, dann werden sie höchstwahrscheinlich in den Meinungen und in den Stellungnahmen dazu das gesamte Meinungsspektrum von möglich bis vollkommen unmöglich hereinbekommen. Und für mich stellt sich eher dann die Frage, wenn ich praktisch so von jedem die Meinung hereinbekomme, ganz egal mit welchem Problem, das ist die Frage jetzt, wie gehe ich dann mit diesem Wust an Meinungen um, welche dieser Meinungen in welcher Form und in welcher Ausformulierung in einem Satz, wie ich gesagt habe, dass man das Sätze und Absätze diskutieren könnte, den tut, kommt dann tatsächlich in einen Gesetzesentwurf, wo halt irgendein Problem, das so diskutiert wurde, dann zu legen wird. Das heißt, dort sitzen dann höchstwahrscheinlich wieder irgendwelche Gesetzesredakteure, die diese Daten mehr oder weniger sicher stellen, für das kommt alles vor, und dann funktioniert das genauso, wie wenn es diese Partizipation nicht gegeben hätte. Oder es trifft dann die Meinung, schlägt dann durch, die ich halt durch irgendein anderes Medium, sei es Zeitung, sei es soziale Medien oder sonst irgendwas, gepusht wird. Ja. Wie sehen Sie das, wenn so Ideale wirklich homogene Partizipation geben würde, dass wirklich jeder teilnimmt, daher von möglich bis unmöglich alle Meinungen da sind. Also sind erstens sind die Meinungen nicht in der gleichen Gewichtung da. Ja, es kann ja, wie gewichten Sie zum Beispiel? Nein, es gibt einfach dann mehr Meinungen, die in die eine Richtung tendieren und vielleicht weniger, die in die andere Richtung tendieren. Also da kann man auch, das kann man eben gewichten. Die Fragestellung ist aber, es kommt schon auf die Fragestellung an. Mir kommt ein bisschen zu viel. Also das, was momentan, was in der Frage mehr drinnen steckt, ist reine Abstimmungsverfahren. Ja? Nein, das ist auch ein legitimer Prozess, ja? Dass man sagt, gut, wollt ihr da jetzt eine Parkbank hinhaben oder wollt ihr keine Parkbank hinhaben? Ja? Oder wie soll dieser Raum gestaltet werden? Ja? Wie viele Bilder sollen hier sein oder welche Möglichkeiten sollen wir in diesem Raum hier jetzt haben? Und dann werden wir hier jetzt unterschiedliche Dinge diskutieren, die können wir hier live so diskutieren oder wir können sie über technische Tools diskutieren. Genauso wie wir hier jetzt auch in der Diskussion live eine Entscheidung dann vielleicht fällen können, macht man es online auch, nichts anderes. Der Punkt ist eher ein anderer, die Frage, nämlich, dass diese Dinge, wie kommt diese Entscheidung zustande, vorab geklärt sein muss. Es muss die Fragestellung und auch die Möglichkeit des Rahmens vorher geklärt werden. Was dürfen wir hier eigentlich machen? Dürfen wir hier einen Swimmingpool machen? Nein. Ja? Also
dass das mal vorab abgesteckt ist und die Leute, die gefragt werden, nicht jetzt ihren Träumen freie Bahn lassen können. Beziehungsweise können solche Prozesse einfach auch nur meinungsbildend sein. Es muss nicht gleich eine Entscheidung danach getroffen werden. Aber das haben wir wieder bei der Fragestellung, die Sie richtig gesagt haben. Die Fragesteller können sich die Antwort schon beeinflussen. Das finde ich, das na. Es geht auch darum, wer stellt die Frage. Ja, also, das ist genau das, was ich, wer ist der Absender? Ja? Das Beispiel, das wir gerade hatten, war diese Bewertungs-App von diesem Schüler, der gesagt hat, die Schüler sollen auch die Lehrer bewerten. Was ist passiert? Das ist sofort abgelehnt worden. Ja, weil die Lehrer gesagt haben, wir wollen uns nicht bewerten lassen. Egal, ob das anonym ist oder so. Ja. Aber da können Sie ja einen Schüler wählen oder ganz etwas. Also es gab da die verschiedensten großen Beurteilungen, warum das nicht geht und das ist weg. Ja. Wobei ich das eben jetzt auch nicht mit der Partizipation im Sinne einstufen würde. Es ist eine Beteiligung, es ist eine. Aber genau dieses Regelwerk, wie soll eine Entscheidung zugeführt werden, muss eben auch vorab ganz klar geklärt werden und wird in jedem Partizipationsprozess anders sein. Nur weil wir online sind, werden nicht außer Frage gestellt irgendwelche normative Werte, die wir sonst in unserer Gesellschaft haben. Also die normativen Werte, die wir in unserer Gesellschaft haben, in unserer Kommunikationskultur, in unserer Diskussionskultur, die führen wir auch online weiter. Und in unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass wir nicht einfach auf Lehrer zugehen und den Finger drauf zeigen und sagen, öffentlich, du bist ein schlechter Lehrer. Ja? Wenn dann... Ich kenne da ein paar YouTube-Videos. Aber der Punkt ist einfach der, dass es in dem Fall, es entspricht ja auch nicht sozusagen unserer Diskussionskultur, unserer normativen Diskussionskultur, dass quasi, das hat ja schon ein bisschen was mit öffentlich an den Pranger zugestellt zu werden zu tun, wenn Lehrer da sehr bewertet werden. Ich sehe da hinten noch eine Hand. Also die Lehrer haben es so empfunden. Nicht so, dass die App das auch so gemacht hätte. Weil das, was da beurteilt werden sollte, weil da durchaus Dinge wie Pünktlichkeit oder vorbereitet oder so. Also sozusagen, wenn eine Mehrzahl der Schüler von einem Lehrer sagt, der ist nie vorbereitet, dann ist das nicht unbedingt ein Amt im Pranger stehen. Ja, die Frage ist aber auch. Das wäre eine Qualitätsbeurteilung. Wir sind da aber genau, wir sind das ist auch der themenabhängig. Ja? In so einem Fall ist es halt auch häufig, und wir kennen das auch, ich kenne das selbst aus der Lehre, ja. Da schließt sich eine Gruppe zusammen und ist dann der Meinung, naja, wir sagen das halt und vielleicht ist es gar nicht, entspricht es der Tatsache, den Ding. Jedenfalls, wenn, dann müssten die Lehrer auch Stellung nehmen können dazu. Also, Firmen müssen sich auf Kuhn und unterständig gefallen lassen. Aber ich würde jetzt gerne da hinten noch einen. Moment, können aber Stellung nehmen. Ich wollte das bei dir direkt anschließen. Ich glaube, also wesentliche Frage mit das Framing, also wenn das jetzt noch in internen Arbeitsplätzen, meine Demokratie ist nicht einfach, betrachten wollen und sagen, wie können wir das nutzen für das politische Leben, indem wir die Bürger mehr hineinbringen können. Ja? Also wenn ich zum Beispiel das Staatssicherheitspaket hernehme, das ja in einer Begutachtung war, wir hatten ja auch das reines Vergnügen, hier Stellungnahme zu machen, die nicht damit ignoriert worden ist, ist ja in Ordnung. Ich glaube, das muss man prinzipiell mal hinnehmen, dass man sagt, ich bin einer Meinung und die Majorität hat einfach eine andere Meinung. Aber ich denke mir, es wären sinnvolle Inputs in der Vorphase schon möglich gewesen, zu sagen, wollen wir wirklich einen Staatstrojaner und was heißt denn ein Staatstrojaner, der dann Förderung von Sicherheitslücken in einem IT-System? Was soll der Staat sich als Dealer von Sicherheitslücken, als sollte er aktiv werden oder sollte man das vielleicht ein bisschen anders denken? Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, hätte man das vorher hineingegangen und gesagt, naja, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, bevor der Deal in Israel unterschrieben wurde, aber das ist ja ganz anders. Also da zu spät die Partizipationsmöglichkeit. Also eigentlich keine Partizipation da wäre. Und natürlich ist es dann unbequem. Also sagen, jetzt haben wir schon so einen super Gesetzesvorschlag, jetzt kommen diese blöden NGOs und Watchkern da daher und sagen, das passt uns ja gar nicht. Hat viel Zeit und Geld gekostet. Das machen wir aus, haben wir eh schon einen Vertrag unterschrieben. Ne? Das war ja die wirkliche Problematik im Staatssicherheitspaket. Ne? Aber ich glaube, wir haben ja viele Dinge schon diskutiert, die sozusagen zu lösen wären. Weil welcher durchschnittliche Österreicher kann einmal zu dem Thema mitdiskutieren, ohne mich jetzt da intensiv einlesen zu müssen und
Da haben wir gesagt, also in Wirklichkeit braucht es Aufbereitung dafür, weil ohne dass ich sozusagen das breitenwirksam irgendwie vernünftig erklären kann, einfach erklären kann, sodass es meine Mutter auch versteht, die mit IT nichts zu tun hat, wäre ich nicht partizipieren können. Aber wenn meine Mutter fragt, magst du einen Staatstrojaner haben, wird sie sagen, was ist das? Also das ist einmal das Wichtige. Ja. Dort, glaube ich, kann man auf die Medien, die man vorher schon gesagt hat, zurück. Ich glaube, die Rolle der Medien wandelt sich in Transportplattformen und Content, weil früher war das eins, jetzt ist es zwei und man hat das gemeinsam finanziert und jetzt ist es plötzlich getrennt zu finanzieren, weil früher hat sozusagen ja das Transportmedium den Content mitfinanziert, das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil die beiden Dinge auseinandergenommen werden. Ich weiß auch nicht, ich glaube ganz sicher, dass sich die Rolle des Fernsehens, weil du gesagt hast, Fernsehen, auch ändert, weil ich glaube, dass die jungen Fernsehen gar nicht mehr interessiert. Also das gibt es dort nicht mehr. Da gibt es Netflix und YouTube. Ja, also das ist die Transportplattform. Nur die Frage ist, wer stellt dort Content ein? Also ist zum Beispiel in Zukunft der ORF ein Content-Produzent und nutzt andere Plattformen? Und zahlen wir den ORF dafür, dass er Content produziert im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags oder zahlen wir ihm dafür, dass er ein Netzwerk zur Verfügung stellt für andere, die da Content draufstellen? Ich weiß es nicht, ja. Aber das sind alles Fragen, die sich im Digitalisierungsbereich quasi stellen. Aber wäre dann eine spannende Frage, nachdem die Digital Society ja genau in dem Umfeld aktiv sein möchte und gestalten möchte, was würde jetzt die Digital Society in Bezug auf das Thema machen wollen? Oder wie ist da der Prozess innerhalb der Digital Society? Zum Thema Medien, also ich denke, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, sozusagen, wie wir Qualitätsjournalismus bezahlen wollen. Also was wollen wir? Wollen wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und zahlen unser Steuergeld dafür, dass öffentlicher Rundfunk Content produziert? Oder sagen wir, wir stellen Qualitätskriterien an und überdenken zum Beispiel die Medienförderung neu? Das sind durchaus zwei verschiedene Dinge, wo ich sage, irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir Journalismus haben, der qualitativ gut recherchierten, fundierten Content generiert. Social Media tut das nicht. Dort kann ich es verbreiten, aber nicht produzieren. Weil da produziert jeder irgendwas, aber ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich kriege irgendeinen Artikel angezeigt und ich weiß nicht, hat irgendjemand dafür zahlt, dass ich den sehe oder wie ist der zustande gekommen, hat das ein Journalist geschrieben, weiß ich nicht, ja, kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, dort ist die Thematik, wir müssen uns überlegen, im ersten Schritt Medien, wie gehen wir mit dem Thema Journalismus um und wer zahlt sozusagen für den Content. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Thema Paywalls, wo das versucht wird, auf der anderen Seite wieder ein bisschen Geld einzukriegen, nachdem wir alles verschenkt gehabt haben, versucht man jetzt das wieder zurückzuholen. Aber das sind zwei Dinge. Also da glaube ich, Medienfinanzierung bezieht sich auf Content, nicht auf Distribution. Distribution haben wir. Wer ist der Absender, wer ist derjenige, der die Information quasi herstellt? Es gibt ja durchaus, es ist ja nicht Social Media die Plattform, die den Content herstellt. Eben nicht. Ja, eben, aber deswegen kann ich ja nicht sagen, ich finde auf Social Media quasi, kann ich genauso gut qualitativ hochvolle Informationen finden, ja, wie der ORF mir liefert. Weil wenn ich mir anschaue, wenn ich beispielsweise auf die, die Facebook-Seite der Zeit gehe. Ja, früher wusste ich, früher wusste ich aufgrund der Reputation des Mediums, ob das, was da drinnen steht, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit qualitativ ist. Ja. Das habe ich nicht mehr. Wieso denn? Das weiß ich doch auch. Wenn ich auf Facebook gehe und ich gehe auf die Seite von der Zeit, dann weiß ich halt, was... Nein, weil ich so viele Produzenten habe, immer bei der Zeit vielleicht, aber ich habe so viele Produzenten, die mir angezeigt werden, dass ich überhaupt keinen, wie soll ich sagen, keinen Indikator dafür mehr habe, ist das Qualität oder ist das keine. Aber wenn ich einen Fernseher einschalte und ich habe 100 Sender, habe ich doch dasselbe Problem. Jein, die Thematik ist, im Facebook muss ich in Wirklichkeit hergehen und anfangen zu recherchieren. Ja, früher musste ich das nicht. Ich habe einen Unterschied. Ja, es ist nur ORF 1 und 2 gab. Das hat leichter gemacht. Wir hatten das Problem bei der unmittelbar nach Erfindung des Buchdrucks, dass wenn jemand etwas gedruckt, wenn jemand was gedruckt hat, ich nicht wusste, wer das gedruckt hat. Und dann hat es eine große Erfindung gegeben, nicht das Impressum. So.
Und das ist genau der Unterschied, dass ich bei der Zeit ein Impressum habe und auch beim Fernsehsender habe ich ein Impressum. Ich weiß auch immer nicht, wer dahinterstehenden Kräfte, wirtschaftlichen Kräfte sind bei Russian Today oder so, aber ich weiß, dass es Russian Today ist. Ja? Und ich kann das irgendwie einschätzen, kann meine Meinung dazu machen. Ja, bei Social Media habe ich das eben nicht. Ja? Also bei ja, Social Media. Wir leben in einer Parallelwelt. Ja, jeder Spannende ist, dass du also Divergenz ist. Es ist ganz einfach. Ich mache jetzt Social Media auf Twitter und da hat ein Herr Rudolf Schiller mir geantwortet. Wer ist der Herr Rudolf Schiller? Heißt der Rudolf Schiller? Heißt der Schiller? Lebt er wirklich in? Sagt er nicht einmal, wo er lebt? Auf die Facebook-Seite so, der Zeit, ich weiß es nicht. Ja, die Zeit. Sie kommen immer mit Zeitungen, das war sie. Ob die auf der Webseite oder auf Twitter ist ja nur die Auffahrtsrampe. Das Problem ist, bei Social Media weiß ich nicht, wo die Information herkommt. So. Also hat aber mit Partizipation also nichts. Ich kann doch nicht ein Medium vergleichen mit einer einzelnen Person auf Social Media. Ich muss doch ja, klar kann ich das nicht. Ne? Ja, also, so. Aber darf ich jetzt noch, weil Sie haben mir bei einer Frage zwei Punkte angesprochen mit Partizipation, wo Sie dann geantwortet haben, dass es um die Spielregeln geht. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch überhaupt nichts Neues ist. Ich bin morgen beim Aufsichtsrat und da gibt es einfach eine Geschäftsordnung. Und wenn ich im Nationalrat bin, dann gibt es eine Geschäftsordnung. Und es gibt einen Präsidenten, der sollte, oder einen Vorsitzenden, einen Präsidenten oder Vizepräsidenten, der sollte darauf schauen, und das tun sie schon auch ganz relativ gut. Vielleicht mit den Ordnungsrufen nicht ganz fair oder manches übersehen sie, aber so ähnlich wie beim Schiedsrichter. Es gibt Regeln. Und das ist, glaube ich, was Wesentliches bei jedem Austausch, dass man weiß, was das ist. Also wenn ich bei einer Informationsveranstaltung, ich muss wissen, was es ist, wenn ich bei einer Informationsveranstaltung in einer Gemeinde bin, wo informiert wird über das Autobahnprojekt, dann ist das eine Informationsveranstaltung und darf man den Leuten dort nicht vorgaukeln, dass das irgendeine Bürgerbeteiligung ist, wo man mitdiskutieren kann. Da kann darüber diskutiert werden, aber die Autobahn steht im Bundesstraßenfinanzierungsgesetz. Sie können nicht darüber diskutieren, ob es nicht ist. Dass Sie aber, so, darf ich noch auf das, was Sie mich gefragt haben, Sie haben gefragt, was hat das für eine Auswirkung? Zwei Wirkungen. Ich glaube, dass jede Diskussion, wenn sie eine funktionierende, deliberative Diskussion ist, wenn man voneinander lernt, dass es Veränderungen gibt, während es diskutiert wird und dass sie dazu führen, dass sich Meinungen herauskristallisieren. Und es kann herauskommen, dass dann zwei, drei, vier verschiedene Meinungen sind und der Punkt ist dann, wo man sagt, okay, wir stimmen überein, dass wir nicht übereinstimmen. Aber es gibt sowas in Diskussionen wie Konvergenzen, dass also Leute voneinander lernen und dass man hinausgeht und etwas mehr weiß, zumindest weiß man, was der andere diskutiert hat. Und diese Effekte gibt es natürlich bei Diskussionen online auch, dass Menschen voneinander lernen. Die Frage, wie sich das auf politische Entscheidungen abspielt, hängt einerseits mit den Spielregeln zusammen. Wenn dort vereinbart ist, dass das, was diskutiert wird, auch entschieden wird, das ist aber meistens nicht vereinbart, sondern informiert, es ist ein Meinungsbildungsprozess und der Entscheidungsprozess ist getrennt davon. Und solange das eine fairere Spielregel ist, wissen Sie eben, Sie können hier jetzt mitdiskutieren. Parlamentarier, die zum Beispiel anwesend wären, können die Meinung mitnehmen, das hat einen Einfluss. Und das ist eben genau der Effekt. Sie haben kommunizierende Gefäße. Sie können nicht, wenn Sie hier diskutieren, haben Sie nicht die Gewähr, dass das so beschlossen wird. Aber natürlich haben Diskussionen, wenn sie bekannt werden im Gremium, wo entschieden wird, können die natürlich einen Einfluss haben oder auch nicht. Es kann sein, dass die Meinung festgefahren ist. Und deshalb glaube ich, dass öffentliche Diskussionen natürlich einen Sinn machen und dass es einen Sinn macht, sich zu beteiligen, wenn das dann eben mit den Entscheidungsprozessen irgendwie verlinkt ist. Und das, glaube ich, ist die Möglichkeit zu sagen, stellen wir uns vor, wir hätten öffentliche Diskussionen, wo sich wirklich sehr, sehr viele Leute auch beteiligen, dann würde ich mich als Entscheidungsträger das zumindest mindestens wie ein Sounding Board betrachten. Das heißt, ich würde mich einmal überlegen, allein schon aus meinen eigenen Interessen, weil ich wissen will, wie die Wähler sich verhalten, so wie man es bei Umfragen ja auch macht, dass man Politik auch nach Umfragen macht, würde man dort, aber in einer viel besseren Information, weil bei der Umfrage kriege ich ja nur sehr vage Informationen als politischer Entscheidungsträger. Wenn die Meinungsumfrage zugleich dann mit einer sehr komplexen Diskussion mit der Meinungsbreite, die da Entscheidungsträger dafür. Als politischer Entscheidungsträger hätte ich etwas mehr Informationen, wenn ich tatsächlich eine Diskussion beobachte. Abgesehen davon hat Beteiligung noch andere Effekte. Hat auch andere, ja, also jetzt nicht nur einen Entscheidungsprozess beeinflussen, Akzeptanz, sondern. Also ich würde gerne, nachdem wir jetzt schon zeitlich fortgeschritten sind, das Partizipationsprinzip hier anwenden und die letzte Frage oder Diskussionspunkte damit, die ich schon länger aufgezeigt habe, also in Bezug auf die Medien möchte ich gerne nochmal auf die Schweiz zurückkommen.
Also ich habe in der Schweiz gelebt, habe da viele Volksentscheide mitbekommen. Spannend ist zu sehen, wie dieser Prozess eigentlich abläuft. Ich gebe Ihnen recht, es wird in den Medien, im Schweizer Fernsehen, recht gut informiert. Und man merkt so ein, zwei Wochen vor dem Entscheid, kommen dann so Zeitungen wie Blick etc. pp. Und bringen dann so quasi ihre Meinung rein und dann merkt man einfach, dass sich so in den letzten ein, zwei Wochen das Blatt nochmal komplett wendet. Ja? Also das ist sicherlich auch eine spannende Geschichte, welchen Zeitpunkt gibt es da und wie beeinflussen die Medien dann eigentlich so in den letzten Entscheidungsprozessen. Also das war in der Schweiz wirklich immer sehr spannend zu sehen. Dankeschön. Ich würde jetzt das Plenum. Allerletzte Frage. Okay, Einleitung, Kalambo-Taktik, bitte. Ich würde auch gerne noch eine letzte Frage stellen, nämlich anhand eines Beispiels auch nochmal. Nämlich welche Kriterien denn auch partizipative Plattformen erfüllen sollten, aus verschiedenen Sichtweisen heraus. Und zwar, ein sehr gutes Beispiel ist die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Die betreiben eine eigene Plattform, die heißt Husso, die hat 130.000 registrierte User und die haben unter anderem diskutiert, ob sie die Koalition mit Salvini beibehalten sollten. Und da wurde diskutiert und dann darüber auch abgestimmt. Es haben sich, glaube ich, bei der Abstimmung dann 80.000 User dann auch beteiligt. Und dort gibt es natürlich massive Bedenken, was diesen Diskurs und auch die Abstimmung betrifft. Da hat es zwei Hackerangriffe gegeben, die Daten abgezogen haben. Es hat die Vorwürfe gegeben, dass der Parteivorstand durch die Moderation des Diskurses auch die Entscheidung beeinflusst hat. Es hat zwei datenschutzrechtliche Verstöße gegeben mit Strafen von 50.000 Euro, glaube ich. Also welche Kriterien spielen denn eine Rolle, wenn es um partizipative Prozesse geht und kann man die abgrenzen eigentlich? Also geht das? Die Frage, wir möchten alle, aber wirklich alle. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich, von was reden wir? Reden wir von der Diskussion an sich? Also es gibt normativ betrachtet bestimmte Diskurskriterien, ja, was jetzt aber nichts mit den Beispielen hat, von wegen, dass es ein Hackerangriff ist. Also da geht es aber um die Inhalte, wie wir diskutieren. Normativ betrachtet, wenn wir an die liberative Demokratie denken, ist es sowas wie, dass Positionen müssen begründet sein, es müssen Lösungsvorschläge gebracht werden, es muss respektvoller Umgang herrschen, es soll quasi aufeinander eingegangen werden. Ja, das sind so die ganz klassischen Kriterien, die es inhaltlich gibt. Und das ist meistens ein Problem der Umsetzung. Ja? Und deswegen ist es eigentlich auch häufig, es funktioniert besser, wenn es einen Moderator gibt, weil der dann vielleicht auch beispielsweise, wenn eine Position gegeben wurde, der kann dann immer noch fragen, naja, was sind denn die Gründe, die Begründung dafür, ja? Oder auch Lösungsvorschläge gegeben werden. Also das ist der eine Punkt der Kriterien, der auf einer inhaltlichen Ebene sich abläuft. Und das andere, dann gibt es gewisse gesetzliche Kriterien, die eingehalten werden müssen. Ja? Und da spielen halt auch solche Aspekte eine Rolle, dass quasi, wenn es Verstöße gibt, dass dann auch sozusagen ein Fein, wie heißt auf Deutsch, also dass quasi auch eine Bestrafe kommt. Ja, also es müssen gewisse gesetzliche Kriterien erfüllt werden. Ja. Und dann ist dann häufig das ist die Frage, wurden vorher Kriterien festgelegt noch on top? Also quasi, inwieweit ist es transparent? Etikette, inwieweit ist es objektiv, es sollte ja objektiv bleiben, aber inwieweit quasi kann die Partei es nutzen, um ihre Entscheidungen mitzubringen. Also die Frage ist immer, es gibt immer die Frage, auf welchen Ebenen die Kriterien angesetzt werden. Ich würde jetzt gerne die Diskussion in den anschließenden Teil des Socializings verschieben. Politik aktiv und digital mitgestalten. Ich habe für mich mitgenommen, es gibt ein paar wichtige Kriterien für den Prozess, nämlich Transparenz, die Relevanz der Frage, die Medien bzw. die Transportkanäle. Wer ist eigentlich der Initiator der Fragestellung? Und man muss auch nochmal unterscheiden, geht es um Information, um Kollaborieren und also gemeinsam erarbeiten? Oder ist es eigentlich ein entscheidender Wen in dieser Diskussion, wenn wir über dieses Thema sprechen? Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und noch eine folgende fruchtbare Diskussion. Danke.